Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell. Wir haben heute wieder mal einige Dauerbrenner-Themen bei uns im Programm, unter anderem ein neues Interview zur neuen Partei von Sarah Wagenknecht. Diesmal mit dem Politikwissenschaftler Dr. Benjamin Höhne, der ist auch gerade sehr viel in den Medien unterwegs, ist ja Dauergast auch beim ZDF und jetzt vor wenigen Tagen hat er auch beim Deutschlandfunk Kultur ein Interview zur Wagenknecht-Partei gegeben. Und was er unserem Sender gesagt hat, das erfahren Sie dann in etwa 30 Minuten. Also bitte dranbleiben. Hier ist Mega Radio aktuell. Roman, vielen, vielen Dank für deine Recherchen. Gerne, ich gerne. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir hören uns dann wieder. Danke, Alex. Wünsche ich dir auch. Und wir sprechen jetzt, wie angekündigt, noch einmal über die neue Partei von Ex-Linken-Chefin Sarah Wagenknecht. Dr. Benjamin Höhne ist Berliner Politikwissenschaftler an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg und jetzt unser Megaradio aktuell Interviewpartner. Er sagt, als Parteienforscher habe er erhebliche Zweifel, ob die Partei von Wagenknecht in naher Zukunft überhaupt schlagkräftige Parteistrukturen aufbauen könne. Das müssten nun erstmal die nächsten Monate und Wahlen zeigen. Dabei erinnert er an gescheiterte Parteineugründungen der letzten Jahre. Zudem seien vor allem die Grünen und die SPD die direkte Konkurrenz für die neue Wagenknecht-Partei, schätzt er ein. Die neue Partei analysiert Dr. Höhne als linkspopulistisch, die sicherlich in manchen Teilen auch die Systemfrage stelle. Viele Protestwähler könnten ihm zufolge von der AfD zur neuen Wagenknecht-Partei wechseln. Ebenso wie von der traditionellen Linkspartei. Weniger Wählerpotenzial sieht er bei den Grünen und der FDP. Außerdem könnte durchaus sein, dass die neue Wagenknecht-Partei auch im konservativen Milieu punkten könnte. Laut ihm reagiert die AfD nach außen hin gelassen auf die neue Parteikonkurrenz von Sarah Wagenknecht. Diese sei von ihren Politikthemen her in zwei eigentlich entgegengesetzten Parteiquadranten verortet, konstatiert der Politologe Dr. Höhne. Einerseits die sozialen linken Themen und andererseits stramm konservative Wertvorstellungen. In diesem Bereich gibt es laut ihm noch keine Partei in Deutschland. Da gäbe es durchaus theoretisch eine Lücke, die nun jedoch erst erfolgreiche Wahlen und eine Verankerung in den Parlamenten füllen müssten. Herr Dr. Höhne, ja, vielen Dank im Namen der Mega Radio Aktuell Redaktion für dieses Interview. Erste Frage, wie schätzen Sie die neue Partei bzw. das neue Bündnis von Sarah Wagenknecht erstmal grundsätzlich politologisch ein? Ja, man kann diese Frage in mehrere Dimensionen aufsplitten. Wir wissen, wenn wir auf die elektorale Dimension schauen, dass da offenbar einiges Potenzial für diese neue Formation Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, vorhanden ist. Das haben wir in Meinungsumfragen in der jüngeren Zeit gesehen, gibt aber auch Studien von Kolleginnen und Kollegen dazu. Das ist das eine. Das andere ist die inhaltliche Dimension. Wo positioniert sich diese Formation? Und das ist ganz interessant, weil sie da einen Teil im Parteiensystem besetzen möchte oder einen Teilbereich, in dem bisher keine andere Partei wiederzufinden ist. Und zwar betont sie oder will sie soziale Gerechtigkeit betonen, wie auch die Grünen oder die SPD. Das ist also ähnlich. Sie geht aber auf der gesellschaftspolitischen Achse in Richtung AfD, das heißt hin zu konservativen, stramm konservativen Wertvorstellungen. Und das ist neu. Das hat bisher so keine linke Partei gemacht, sondern die neigen dann zu progressiven gesellschaftspolitischen Vorstellungen, also für Inklusion, Teilhabe, keine Grenzen, migrationsfreundliche Positionen, all dies. So, das wäre sozusagen die inhaltliche Dimension. Und dann haben wir noch die parteiorganisatorische. Und da habe ich als Parteienforscher erhebliche Zweifel, dass Sarah Wagenknecht in der Lage sein wird, einen Parteiapparat aufzubauen. Das ist nicht ohne in Deutschland. Dafür braucht es viele Mitstreiter. Dafür braucht es in den Kreisverbänden auch finanzielle Mittel, um überall Organisationsstrukturen aufzubauen, auch auf Landesebene, auf der Bundesebene. Und im Grunde hat sie mit Aufstehen, das ist diese soziale Protestbewegung vor ein paar Jahren, schon einmal gezeigt, dass sie das nicht kann. Und von daher wäre ich sehr vorsichtig, davon auszugehen, dass das so kommt, wie das Frau Wagenknecht sich vielleicht vorstellt oder wie das jetzt teilweise in den Medien diskutiert wird. Also das sind noch viele große Unbekannte. Mhm. Lassen Sie uns ganz kurz mal über die letzten Umfragewerte sprechen. Also am Anfang hieß es, bis zu 27% der deutschen Wähler können sich vorstellen, die neue Partei zu wählen. Aktuell liegt dieser
Wert wohl bei 14%. Es gab aber auch Aussagen wie von Forsa-Chef Manfred Göhner. Er glaubt nicht, dass die Wagenknecht-Partei die 5%-Hürde überspringen könnte. Und in einem Interview mit uns hat der Politikwissenschaftler Dr. Sven Breyer von der TU Dresden, der war früher selbst Parteimitglied der Linken, gesagt, also er könne sich vorstellen, dass die neue Partei aus dem Stand heraus 10-20% vor allem in ostdeutschen Bundesländern erzielen könnte. Hatten Sie eigentlich schon angedeutet, Herr Dr. Höhne, Sie sehen die Zahlen ein bisschen skeptisch, ne? Es ist schwierig. Also ich halte jetzt nicht viel davon zu sagen, ich glaube oder ich kann mir das nicht vorstellen, wie wir das gehört haben von dem Kollegen von Forsa, weil das ist keine Glaubensfrage. Das geht ja am Ende darum, wie ist die Partei positioniert. Gibt es einen Parteiapparat mit Streiterausweisen, gibt es genug finanzielle Mittel und wie wird man sich programmatisch positionieren? Da sieht man ja einiges bisher und hat auch schon eine Vorstellung, welche Richtung das gehen könnte. Vieles ist aber auch noch diffus. Ich vermute, es geht in Richtung Linkspopulismus. Und ja, den Kollegen, den Sie eben zitiert haben, das würde ich ein Stück mitgehen. Die Positionen, die Sarah Wagenknecht bisher vertreten hat in der Linken, die kommen gerade im Osten in Teilen sehr gut an. An manchen Kreisverbänden sind sie vielleicht sogar mehrheitsfähige Positionen, also an der Basis. Nicht in der Parteielite, im Mittelbau, unter den Funktionären, aber an der Basis verfängt da schon einiges von dem, was sie sagt. Und insofern würde ich ein größeres Potenzial für diese Formation tatsächlich im Osten ausmachen. Ob es tatsächlich dann reicht, die 5%-Hürde in Gesamtdeutschland zu überspringen, da bin ich auch eher skeptisch. Der nächste Lackmustest für die neue Partei, er wird ja die Europawahl nächstes Jahr 2024 im Juni sein. Frau Wagenknecht meinte, darauf konzentriere man sich jetzt. Es wird ja immer ein bisschen so als Beispiel genommen, die Partei mit Martin Sonneborn, der hat ja damals auch den Sprung nach Europa geschafft. Wie erfolgreich kann die Partei da möglicherweise sein, auch wenn es natürlich jetzt ein Blick in die Glaskugel ist? Das halte ich mir für nicht ungeschickt, dass man auf die Europawahl geht als erste Wahl, wo dieses Projekt dem elektoralen Test unterzogen wird. Weil wir wissen, dass die Wählerbindungen bei Europawahlen schwächer ausgeprägt sind als beispielsweise bei Bundestagswahlen. Das heißt, die Menschen neigen dazu, sich experimentierfreudiger zu zeigen, auch mal eine andere Partei zu wählen. Viele bleiben auch zu Hause. Das heißt, die Wahlbeteiligung ist immer geringer bei Europawahlen. Europawahlen werden ja als Second-Order-Wahlen oder Wahlen zweiter Klasse. Und das heißt, es geht dann, die Akteurinnen profitieren, die besonders in der Lage sind, ihre eigene Klientel zu mobilisieren. Und das war in der Vergangenheit, sind das schon grüne Parteien gewesen, traditionell könnte man fast sagen, aber auch rechtspopulistische Parteien. Und deshalb ist es nun spannend zu sehen, ob Sarah Wagenknecht als eine möglicherweise linkspopulistische Partei ebenfalls es dort leichter hat zu reüssieren als bei der Bundestagswahl. Zumal, was man auch sehen muss, dass die Sperrklausel nicht die Sperrklausel von 5% nicht für die Europawahlen gilt. Dr. Breyer sprach im Interview mit uns auch über mögliche Wählerwanderungen. Er denkt vor allem von den Nichtwählern, von der SPD, den Linken, Grünen und auch ein Teil von der CDU könnten Wähler rüberwechseln zur neuen Sarah Wagenknecht-Partei, aber weniger von der AfD. Stimmen Sie dem Kollegen zu oder würden Sie es anders sehen? Interessante Mutmaßung. Ich würde da, das ist jetzt wirklich spekulativ, ich würde da doch schon auch ein gewisses Potenzial sehen, dass Sarah Wagenknecht der AfD-Stimmanteile abnehmen kann, weil wir ja gesehen haben, dass mit der Ankündigung dieses Wagenknecht-Projekts doch ein deutlicher demoskopischer Abfluss von der AfD geschehen ist. Das heißt, man hat zwar nicht ausschließlich mit stramm rechten Personen zu tun, die AfD wählen, sondern das Protestmotiv ist stark, die Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigen System und das bedient auch Wagenknecht. Nur, dass sie sozusagen ohne die weit rechts stehende Aussagen auskommen, sondern da sich als linke Partei positioniert, mit einer starken Akzentuierung auf sozialer Gerechtigkeit, zum Teil aber auch eben Töne anschlägt, die man bei den Rechten wiederfindet. Also da gibt es dann Schnittmengen, also was ein russlandfreundlicher Kurs anbelangt, migrationsskeptische Töne. Also da versucht sie dieses Unzufriedenheitspotenzial in der Bevölkerung, was sie auch bei den Corona-Demonstrationen zum Teil gezeigt hat, mit in ihr Boot zu holen. Also insofern sehe ich da schon Potenzial. Dann tatsächlich auch bei der Linkspartei selbst.
Ich würde aber den anderen Parteien jetzt auch nicht empfehlen, sich sicher zu wähnen. Es kann durchaus auch möglich sein, dass gerade im Osten auch Wähler, die früher die CDU oder die SPD gewählt haben, ihre Stimme auch bei Sarah Wagenknecht Formation geben, weil sie in Teilen in der Bevölkerung tatsächlich populär ist. Wo ich die geringste Potenziale ausmachen würde, ist tatsächlich die Grünen und die FDP. Mhm. Weil Sie es gerade schon angesprochen haben, die Frage hatte ich zum Beispiel auch Professor Dr. Patzelt gestellt, nimmt die AfD die neue Sarah Wagenknecht-Partei als mögliche echte Konkurrenz wahr oder nicht? Wie würden Sie das als Parteienforscher, Politikwissenschaftler einschätzen? Das ist sehr ruhig. Die AfD reagiert danach außen gelassen, würde ich sagen. Der ein oder andere äußert sich. Es gab ja auch Einladungen zur Mitwirkung von Wagenknecht in der AfD, sicherlich eher im Bereich der politischen Rhetorik zu verankern, als dass es ernst gemeint war. Dann gab es Aussagen auch von Herrn Höcke, dass man darüber gelästert hat, was ist das für eine Formation, eine Art Führungskult, der da präsentiert oder betrieben wird, eben mit Sarah Wagenknecht an der Spitze und was kommt dahinter. Also da gab es dann auch sozusagen, dass man sich vielleicht nicht lustig gemacht hat, aber auch gewisse skeptische Töne. Insgesamt bleibt man aber nach außen relativ ruhig. Ich glaube, die Parteistrategen bei der AfD sehen sich das aber sehr, sehr genau an, was da passiert, weil wenn es in Richtung eines linkspopulistischen Projekts geht, dann ist sozusagen die Stoßrichtung ja ähnlich, also ähnlich zur AfD, nämlich die Hinterfragung des politischen Systems, des pluralistischen, liberalen politischen Systems, die Infragestellung dieses Systems, das hätten dann tatsächlich AfD und Linke gemeinsam, nur dass sie sozusagen einmal nach rechts außen weist und bei der Wahlkampfformation soziale Gerechtigkeit betont wird und teilweise auch in konservative Milieu hineingewirkt wird. Ex-linken Bundestagspolitiker André Hunko ist aus Fraktion und Partei ausgetreten und folgt Sarah Wagenknecht jetzt in die neue Partei. Im Interview mit uns sprach er von einer historischen Zäsur für das Parteiensystem Deutschlands und auch von einer Repräsentationslücke, wo die neue Partei jetzt hineinstoße, und auch von einem historischen Novum für das politische System der BRD. Wie schätzen Sie das ein? Repräsentationslücke, historisches Novum? Professor Werner Patzelt sieht das nicht. Das müsse sich erst an den Wahlurnen beweisen. Genau, das ist, wir sehen das bisher theoretisch, dass dieser Quadrant, in den sie vorrücken möchte, also wie wir das am Anfang ja ausgearbeitet haben, soziale Gerechtigkeit einerseits zu betonen und andererseits stramm konservative Wertvorstellungen einzunehmen. In diesem Quadranten gibt es bisher keine Partei. Alle anderen Quadranten sind besetzt mit mehr oder weniger Parteien, alle drei weiteren Quadranten. Also theoretisch gibt es da tatsächlich eine Lücke, und wir sehen auch in anderen Ländern, wie beispielsweise bei den schwedischen Sozialdemokraten, dass da auch durchaus konservative Wertvorstellungen im Bereich der Gesellschaftspolitik vertreten worden sind und man erfolgreich war. In Deutschland kommt es aber nun tatsächlich darauf an, funktioniert das auch bei Wahlen? Also die Theorie ist immer das eine, die Praxis ist das andere. Und dann eben die große Unbekannte, es braucht, was Sie auch schon gesagt haben, die organisatorische Untersetzung dieses Projekts und auch die finanzielle. Und da muss man eben abwarten, ob das gelingen kann. Da gibt es schon viele Parteigründungsversuche, auch Abspaltungen aus der AfD in jüngerer Zeit. Wenn man an die Formation von Frau Petri denkt oder in Sachsen-Anhalt Poggenburg, die auch versucht haben, ihre eigene Partei aufzumachen. Das hat alles nicht funktioniert, weil die Hürden für das Aufkommen oder das Entstehen einer neuen Partei und die Verankerung in den Parlamenten doch recht hoch sind. Mhm. Herr Dr. Höhne, Sie haben es auch schon angesprochen, dass die neue Partei ähnlich wie die AfD auch so eine Art Systemkritik äußert, und André Hunko hat im Interview mit uns die neue Wagenknecht-Partei direkt eine Establishment-kritische Partei genannt. Gehen Sie damit? Das ist ja so das typische oder eines der typischen populistischen Motive, sich gegen das vermeintliche politische Establishment dem gegenüber abzugrenzen und zu behaupten, dass es da einen Konflikt zwischen der abgehobenen, vermeintlich abgehobenen politischen Klasse gäbe, die gar nicht mehr wissen, wo im Volk der Schuh drückt, und auf der anderen Seite das Volk steht, was man eher immer homogen konstruiert. Man spricht von den kleinen Leuten, den entmündigten Leuten. Man will Sprachrohr für diese Gruppen sein. Und insofern ist so eine Anti-Establishment-Rhetorik eines der Paradebeispiele für den Populismus, links wie rechts. Noch zwei Fragen.
Der Berliner Jurist Andreas Wehr hat in Brüssel und Straßburg, also in der EU von 1999 bis 2014, für die Vereinte Europäische Linke gearbeitet, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dabei auch direkt für die damalige Europaabgeordnete Sarah Wagenknecht. Und er hat im Interview mit uns einen interessanten europäischen Vergleich gebracht und sagte, es gibt bereits viele erfolgreiche Ein-Personen-Parteien in Europa, etwa in Frankreich La France Insoumise von Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon, in Spanien Podemos von Linkspopulist Pablo Iglesias Turion. In Italien war die Fünf-Sterne-Bewegung zumindest in der Anfangszeit auf Beppe Grillo zugeschnitten und auch Ex-Linken MdB Hunko wies im Interview mit uns auf diese europäische Entwicklung der Parteien hin. Woanders habe ich aber gelesen, dass Ein-Personen-Parteien gerade mit der deutschen Geschichte und dem Nationalsozialismus vermutlich in Deutschland nicht funktionieren werden. Wie fällt da Ihre Analyse aus, Herr Dr. Höhne? Können Ein-Personen-Parteien in Deutschland überhaupt funktionieren? Und wie bewerten Sie den europäischen Vergleich von Andreas Wehr? Das ist jetzt eine sehr weitreichende Frage, aber versuchen wir sie auch mal ein bisschen auseinander zu klamüsern. Genau, also diese Ein-Personen-Formation, das ist eigentlich was Typisches für die altrechten Parteien, also diese führungszentrierten, mit einem charismatischen Leader an der Spitze, an der dünnen Organisationsstruktur und dann wird er top-down, das heißt von oben nach unten durchregiert. Das ist so das alte rechte Modell, das trifft aber auf die rechten Parteien auch immer weniger zu, auch mit Blick auf die AfD, die ein erhebliches innerparteiliches Demokratieniveau aufweist, auch im Vergleich zu den anderen Bundestagsparteien. Und dann wäre jetzt eben die Frage, wie positioniert sich Wagenknecht diesbezüglich? Ja, sie ist populär, sie ist die Frau für die Medien, für die Talkshows, die Bücher schreibt, die zugespitzte Thesen sozusagen liefern kann. Da besteht erhebliche Zugkraft für dieses Projekt, aber steht und fällt dann eben auch mit ihr. Von daher kommt es darauf an, welchen organisatorischen Unterbau sie sich gibt. Und da können wir die Brücke schlagen zu den Beispielen, die Sie genannt haben, die oftmals eben sehr, zumindest nach außen hin, scheinbar sehr demokratische Organisationsformen aufweisen, die super offen sind. Also man braucht da kein Parteibuch, keine Mitgliedsbeiträge, man muss nicht zu Parteiveranstaltungen gehen, vieles passiert online. Da sieht man eben mit Blick auf Podemos oder Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, dass da viel auch trotz dieses hohen inklusiven Niveaus und der demokratischen Partizipation und Teilhabe, die man den Leuten verspricht, dass da doch viel orchestriert wird, also von oben gesteuert wird, indem zum Beispiel bestimmte Themen zu bestimmten Zeiten auf die Agenda gesetzt werden oder Antwortalternativen bei Befragungen selbst vorgegeben werden. Da sieht man auch eine hohe Popularität der Führungspersonen, die natürlich dann ganz andere Möglichkeiten haben, über die Medien auch Macht und Einfluss auszuüben. Und das wäre eben interessant, ob Wagenknecht auch so eine Art von Organisation aufbauen möchte. Mir scheint das nicht so, gibt bisher keine Hinweise. Sie ist da ja, glaube ich, auch als DDR-geschulte Person auch eher, vermute ich, in einem Top-Down-Denken verhaftet. Aber das wäre sicherlich für so ein Projekt wie Ihres eine Variante, sich sehr demokratisch aufzustellen, auf Teilhabe zu setzen. Teilweise macht man das ja auch schon vor oder behauptet es vorzuhaben, also auch eine gewisse Sympathie für Bürgerinnenräte zu erkennen. Aber am Ende des Tages können wir sie nur daran messen, was tatsächlich passiert. Bisher ist das alles recht spekulativ. Mhm. Abschließende Frage, Herr Dr. Höhne. Ja, was passiert jetzt mit der Partei Die Linke, also mit der Bundespartei? Und wie geht es jetzt mit der ehemaligen Linksfraktion bzw. jetzigen Gruppe im Bundestag weiter nach dem Weggang von Wagenknecht in Ihrer Analyse? Und es gab ja in den letzten Tagen auch überraschend mehr Parteieintritte in Die Linke. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt noch so ins Gewicht fällt. Wie schätzen Sie da jetzt die Entwicklung ein? Ja, beginnen wir mit den Parteieintritten. Die gab es offenbar. Das ist natürlich auch ein wichtiges Signal in der Linkspartei, dass man argumentiert, uns geht gerade nicht gut, aber Leute kommen zu uns, unterstützen uns. Auch sicherlich im Bereich der politischen Rhetorik zu sehen. Ob das nur ein Strohfeuer ist, ein kleines, oder ob sich das als Trend herauskristallisiert, bleibt abzuwarten. Ich vermute, da wird der Effekt nicht so riesengroß sein. Und ich vermute auch, dass die neuen Zugänge, die man da jetzt hat, dass die sozusagen immer noch unter den Abgängen liegen. Also die Linke ist ja eine der überaltertsten Parteien. Das heißt, viele Parteiaustritte passieren durch das Sterben alter Mitglieder.
Das ist das eine. Und mit Blick auf die Fraktion, wenn sie den Fraktionsstatus verlieren sollte, wird sie eine Gruppe, das heißt reduzierte Oppositionsrechte, Mitwirkungsrechte im Bundestag, weniger finanzielle Mittel, wahrscheinlich wird man Leute entlassen müssen. Das wird für die Linkspartei schon eine erhebliche Zäsur darstellen, die ihre Arbeitsfähigkeit einschränken wird. Und mit Blick auf zukünftige Wahlen im Bundestag wird es natürlich dann noch schwieriger. Die Wahl bei der letzten Wahl auch schon unterhalb der 5%-Hürde und ist nur reingekommen über die drei Grundmandate, die Grundmandatsklausel, die durch die Wahlreform auch wegfällt. Also es wird für die Linkspartei schwierig und es kommt darauf an, wie sie sich nun neu positioniert. Hat sie das Potenzial, als eine neue progressive linke Kraft im Parteiensystem sich zu verankern? Gibt es da ausreichend Menschen, die sie wählen? Meines Erachtens nach sollte sich für Gruppen einsetzen, die bisher unterrepräsentiert sind im politischen System, die von den Parteien ein Stück weit vernachlässigt werden. Das sind sozial Schwache, das sind Leute, die gar nicht mehr wählen gehen. Da würde ich gewisses Potenzial sehen. Aber ansonsten wird es mit einer rein progressiven linken Partei schwierig, weil die Grünen da viele Themen auch abdecken, ebenso wie die SPD. Soweit der Berliner Politikwissenschaftler und Parteienforscher Dr. Benjamin Höhne von der Otto von Guericke Universität Magdeburg mit einer aktuellen Analyse zur neuen Partei von Sarah Wagenknecht. Ich schaue auf die Uhr, wir machen eine kurze Pause, danach geht's weiter mit Stunde 2.